Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem erneuten Video, zu der Roomtour bzw. Haustour. Wir wohnen im Kreis München, in der Nähe von München, und sind vor einem guten halben Jahr im Juni hier ein Haus gezogen, was ca. 300 Quadratmeter hat. Ich glaube sogar ein bisschen mehr, 8 Zimmer oder sowas, 800 Quadratmeter Grund und Neubau ist Erstbezug. Ihr seid jetzt gerade von einer sehr großen Einfahrt mit einer Doppelgarage reingekommen. Wir filmen aber nicht draußen oder die Einfahrt oder sowas, was man von der Straße aus sehen kann, aus Privatsphäregründen. Den ganzen Rest vom Haus zeigen wir euch aber und nehmen euch hier bei einer wunderschönen Haustour mit. Ich habe mir eine Reihenfolge für diese Haustour überlegt, und zwar werden wir oben anfangen, arbeiten uns dann runter aufs Erdgeschoss, bevor wir dann am Schluss im Keller mit dem Home-Gym und Streamingzimmer und allem möglichen ankommen und auch einer kleinen anderen Neuigkeit, was ihr dann vielleicht schon manche von euch erfahren haben. Aber bevor wir hochgehen, zeige ich noch ganz kurz hier den Eingangsbereich. Man kommt bei uns rein, hier drüben kann man so Jacken aufhängen und so weiter und so fort, Schuhe, hier kommt noch ein Regal rein für die Schuhe, die man abstellen kann. Also ihr werdet sehen, es ist noch alles nicht perfekt oder so, aber ihr kennt es mit so einer Roomtour oder so, irgendwie ist nie der perfekte Zeitpunkt, um sowas zu machen, weil immer noch Sachen kommen und fehlen. Meine Mutter ist Künstlerin, die hat uns hier auch manche Bilder in dem Haus gemalt, so zum Beispiel auch das hier. Gibt so ein bisschen farbigen Pep. Sophia hat die Wand gestrichen, was im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall eine gute Entscheidung war. Wir kommen gleich zur Küche und ganz vielen anderen Highlights. Zuerst beginnen wir aber, wie gesagt, oben. Hier geht es mit einer schönen schwarzen Treppe einmal hoch. Das ist auch ja, so eine kerzengerade Treppe. Und was ich an diesem Haus sehr schön finde, ist, dass die Türrahmen und die Türen schwarz sind. Das ist so ein kleines Detail, was jetzt, glaube ich, kein riesiger Aufwand ist, aber es schaut einfach cleaner aus mit den weißen Wänden. So, wir beginnen. Hier oben ist so ein quasi ja, ein Eingangsbereich, ein Treppenhaus, was ziemlich hoch ist. Wir haben ein Obergeschoss, wobei 1,5 würde ich mal sagen. Wieso, seht ihr gleich. Beginnen wir mal mit meinem Ankleidezimmer. Das hier ist ein Raum, der nur mir gehört. Ich arbeite mittlerweile seit 4 Jahren mit der Firma Gymshark zusammen und habe auch eine Menge Sportklamotten. Ich habe das euch noch nie gezeigt, aber das hier ist zum Beispiel ein Kleiderschrank nur mit Gymshark-Sachen voll. Dann haben wir hier drüben noch einen Kleiderschrank nur mit Sportsachen voll. Also ich habe eine Menge Sachen und ja, dafür halt eben auch einen eigenen Raum hier, um es anzuziehen. Manchmal filme ich auch so Halls oder sowas ab. Hier kommen wir in einen meiner Lieblingsräume hoch. Wir können da oben leider nicht filmen, wenn man da unsere ganze Nachbarschaft sieht, aber wir blenden euch ein paar Aufnahmen ein, und zwar ist das eine kleine Galerie, die wir so als Yoga-Meditationsraum nutzen. Vor allen Dingen ist da Sophia drin. Ich bin da relativ selten drin. Wenn ich aber drin bin, genieße ich den Ausblick extrem. Wir haben hier in dem Haus auch, muss man ganz ehrlich sagen, mehr Platz, als wir ihn zu zweit eigentlich benötigen. Wir nutzen das aber ja auch gewerblich, also wir drehen hier Videos, Zeug, wir haben Büro, Streamingzimmer und so weiter und so fort, und deswegen ja, haben wir quasi das hier so privates und gewerbliches in einem. Anstatt dass wir ein Büro mieten, haben wir ein großes Haus gemietet und nutzen das teilweise gewerblich. Was ich wahrscheinlich eher weniger gewerblich nutze, ist meine Toilette. Wobei bei den vielen Kalorien-Challenges könnte man das auch meinen. Das hier ist ja, mein WC, mein Badezimmer, auch mein eigenes. Wir haben das aufgeteilt zwischen Sophia und mir. Hier drüben ist so meine Dusche. Zack, kann man hier rein. Was ich ein bisschen weird finde, ist, kommt mal her, hier ist so ein Absitzbereich, wo man sich hinsetzen kann. Aber dadurch, dass das kalt ist, setzt man sich halt nie hin, weil du willst dich nicht mit deinem nackten Hintern auf sowas Kaltes setzen. Ist aber ziemlich cool, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Generell das Haus ist super hochwertig und alles andere als selbstverständlich mit 29 Jahren oder mit 28 bin ich ja eingezogen, Sophia ist noch jünger, hier in so einem Haus zu leben. Sind wir sehr dankbar dafür und ist ein absolutes Privileg. Wir haben aber auch, als wir zusammengekommen sind, Sophia und ich, haben wir auch in einer 45 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt. Also ja, die Roomtour von unserer ersten Wohnung, der Zwei-Zimmer-Wohnung, die in München über McDonald's, die verlinken wir euch auch mal, findet ihr hier oben. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Started from the bottom, now we're here. Ne? Also vielleicht nimmt es als Motivation. Ich hoffe mal, dass Deutschland nicht so eine Neidgesellschaft ist, sondern dass man vielleicht irgendwie das ein bisschen anders sehen kann. Hier ist so eine Art Gästezimmer. Was heißt so eine Art? Das ist ein Gästezimmer, wo ja, YouTuber-Kollegen, Influencer-Kollegen und andere hier pennen können. Das ist eine Schlafcouch. Die haben wir schon vom Haus davor gehabt. Wir haben versucht, so wenig Sachen neu zu kaufen, wie es nur geht. Und hier drüben seht ihr auch, steht Video-Equipment, unter anderem Softbox und Co., weil ich das jetzt auch seit
einigen Wochen, Monaten hier als Videohintergrund nutze. Habt ihr vielleicht auch schon im einen oder anderen Video gesehen. Schaut einfach sehr clean aus. Ist super, wenn man hier nicht so häufig reinkommt, dann ist es immer ordentlich. Man kann eine Kamera aufstellen und hat hier immer so einen schönen, cleanen Background, der hell ist und gut beleuchtet ist und so weiter und so fort. Also ja, als Influencer denkt man da manchmal ein bisschen anders. Hier oben haben wir auch nochmal eine kleine Galerie, wenn man raufkommt, aber die ist vielleicht so 2x2 Meter oder so. Würde sich für ein Bett eignen, da haben wir einfach nur so Bettzeug oben abgestellt. Thema Bett bringt mich aber zum nächsten Punkt und zwar zu unserem ziemlich großen, sehr geilen Schlafzimmer. Hier kommen wir rein, fangen wir mal drüben an mit Sophias Sachen, hier mit Sophias Kleiderschrank, den wir hier haben. Der ist auch relativ groß, den haben wir vom Haus davor mitgenommen und sowas. Wir haben vorher auch schon im Haus gewohnt, was aber ein bisschen kleiner war. Und hier hat sie ihre ganzen Spielsachen, wollte ich jetzt schon fast sagen, auch das würde ein bisschen falsch kommen, ihre ganzen Klamotten. So, hallo Leute, ich bin auch dabei, jetzt mal nicht hinter der Kamera. Also hier ist mein Kleiderschrank, der ist relativ normal von der Größe. Also ich glaube, das sind insgesamt 3 Meter Ikea-Packs. Und immer wenn wir Gäste haben oder so, dann meinen die, du hast ja gar nicht so viele Klamotten. Ich dachte, du hast viel mehr Klamotten. Ich sortiere halt immer relativ viel aus und halte es immer so relativ minimalistisch. Und meine Wintersachen oder meine Sommersachen tue ich dann immer im Keller, wenn die Saison nicht ist. Dann habe ich halt nicht so viel Zeug hier rumliegen, weil ich mag das nicht so, wenn alles so durcheinander ist. Und hier ist mein Holy Grail und zwar ist hier meine Parfumsammlung. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Parfums und ich bin echt kleiner Parfüm-Suchti. Und ja, hier sind meine ganzen Schätze. Eine neue Errungenschaft, Attrape-Rêve von Louis Vuitton, der ist sehr, sehr geil. Oh, den haben wir letztes Jahr an unserem Jahrestag im Wellnesshotel getragen. Da hatte ich so ein Pröbchen. Und dann musste ich mir den in der großen Flasche holen. Jetzt erinnert der mich immer an den Wellnessurlaub. Das liebe ich halt an Düften, dass man quasi so Erinnerungen damit verknüpft. Genau, das hier ist mein schönes Holy Grail Regal. Noch ein paar Handtaschen, aber ich bin jetzt nicht so der Handtaschen-Fan. Und dann geht es weiter zu unserem Bett. Das haben wir auch, glaube ich, schon 4, 5 Jahre mittlerweile. Das ist ein Boxspringbett und wir haben ein paar neue Sachen, die Julian euch jetzt mal vorstellt. Und zwar haben wir hier eine für mich angefertigte Hamstertreppe. Immer abends, wenn ich vollgefressen bin und nur noch auf allen Vieren gehen kann, schaffe ich es nicht mehr ins Bett. Deswegen krabbel ich dann immer von Stufe zu Stufe hier hoch und gesell mich dann hier zu Ayu und Suki. Wie geht's, kleine Maus? Geht gut? Die lieben es auch immer bei uns im Bett zu pennen. Das sind ja kleine Zwergpudel, die Haaren nicht. Deswegen penne ich tatsächlich bei uns immer im Bett. Wir haben ein Boxspringbett und viele, die mich verfolgen, wissen, dass mir Regeneration, Schlaf und so weiter und so fort ziemlich wichtig sind. Deswegen habe ich da über die letzten Jahre da auch gern alles Mögliche ausprobiert und bin da ein Mensch, der da wirklich alles dafür legt, dass man super und erholt schläft. Weil das Auswirkungen auf eure Gesundheit, Immunsystem, Performance im Beruf und so weiter und so fort hat. Und ich denke mir immer, 1 Euro hier rein investiert, ist dann 1 Euro, den man ganz schnell irgendwo anders wieder mehr verdient, weil man einfach mehr Performance abliefern kann. Hierfür habe ich die letzten Jahre auch etliche Kissen getestet und hier dieses Stützkissen von Emma ist eine dicke Empfehlung von mir an euch. Dort gibt es zufälligerweise auch gerade den Oster-Sale, wo ihr bis zu 50% Rabatt bekommt und mit dem Code FRANKLIN5 nochmal 5% on top. Das heißt, bis zu 55% Rabatt. Diese Stützkissen hier ist eine Empfehlung von mir. Eine zweite zeige ich euch gleich. Was hier ganz cool ist, ist diese Wabentechnologie, dass das Kissen hier mit darüber bezogen ist quasi. Das kühlt euch gleichzeitig und es ist für jede Schlafposition geeignet. Ich bin nämlich Mensch, ich schlafe sowohl auf dem Bauch als auch ganz häufig auf der Seite und ich hatte immer so einen verspannten Nacken und das Kissen hatte ich auch bei meinem Boxkampf zum Beispiel in Düsseldorf dabei. Ich bin da echt ein kleiner Freak, was sowas angeht. Also einmal das perfekte Kissen gefunden, gebe ich nicht mehr zurück. Das hier, den Topper, den haben wir auch von Emma bei uns im Bett. Die großen Kopfkissen sind von Emma Matratze und wir haben auch unten im Keller ein Boxspringbett für unsere Gäste, wo Oscar, Mandy, Manuel Haas und alle anderen Influencer auch schon drauf gepennt haben. Super begeistert alle. Aber eine Sache, die ich euch auch noch empfehlen würde, was ihr unbedingt mal ausprobieren könntet, ist diese Gewichtsdecke. Wieso sollte man eine Gewichtsdecke nutzen, fragen sich manche von euch vielleicht. Es ist so ein Gefühl, was einen so ein kleines bisschen wie nur an eine Umarmung erinnert oder sowas. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das Stress lindert, gegen Schlafstörungen helfen kann und hat viele gesundheitliche Vorteile. Und auch ich persönlich finde, dass das irgendwie so, ich weiß es nicht, man kann es schwierig beschreiben, aber es fühlt sich einfach beruhigender an. Es ist auch bewiesen, dass die Herzfrequenz im Schlaf dadurch sogar sinkt. Die hier wiegt jetzt 7 Kilo, ist also gut geeignet. Ich hatte auch schon mal eine mit 15, aber nicht von Emma und die war mir zu schwer. Also 7 Kilo ist wirklich tatsächlich ziemlich gut und gleichzeitig ist sie auch nicht so dick. Das heißt, einem wird nicht so super warm darunter. Ist eine Sache, die ich euch auch mal empfehlen würde zum Ausprobieren. Code FRANKLIN5 gibt es 5% Rabatt. Vielen Dank also an Emma für das Sponsern der Sachen und auch das Unterstützen des Videos. Bis zum 1.4. gilt der Oster-Sale. Nutzt das Ganze also. Wir sind jetzt gerade von da oben wieder runtergekommen und machen weiter mit dem Erdgeschoss. Bevor wir aber jetzt zu unserer fetten Küche und dem
Wohnzimmer kommen, schauen wir erstmal hier auf dem zweiten Lokus vorbei. Ja, hier unser Gäste-WC, was tatsächlich auch sehr schön ist, hat Sophia auch gestrichen, muss ich sagen. Ich habe zwei linke Hände, was das Ganze angeht und ja, ist halt ein schönes Gäste-WC, was hier auch sehr geil ist, was ich, wenn ich mein Haus kaufen würde oder bauen würde, auch machen würde. Schwarze Armaturen, das schaut einfach so simpel aus. Hier grau, weiß und schwarz ist eine schöne Kombo. Auch sehr geil von Sophia ausgewählt übrigens hier diese Seifenspender aus Stein. Ja. Ne? Wow, wo gibt's die? Online. Ich weiß nicht mehr, wie der Shop hieß, muss ich raussuchen. Das war so ein Steinshop, die nur so Steinsachen haben. Ja, Sophia liebt es, liebt Steine und sowas, ne? Ja. So, okay, dann der letzte Raum, bevor wir zum Wohnzimmer und Küche kommen, zeigen wir euch immer noch erstmal da, wo man das Geld dafür verdient. Und das ist hier bei uns in unserem kleinen Büro. Hier machen wir Buchhaltung, Steuern, den ganzen langweiligen Kram, was ihr alles im Video nicht seht. Kleiner Fun Fact über mich, ich bin ein ziemlich unordentlicher Mensch und hier sind alle Sachen so ein bisschen unordentlich aufgeräumt. Ja, das ist halt so unser Arbeitsraum. Mit einem schönen Ausblick hier raus ins Grüne, auch hier bodentiefe Fenster, also auch selbst da super dankbar dafür, wirklich. Das ist alles andere als selbstverständlich, hier so schön sitzen zu dürfen, rauszuschauen, seine Ruhe zu haben. Ich bin auch gar kein Stadtmensch mehr, ich brauche echt meine Ruhe, ich drehe die Videos, mache meinen Kram und will dann eigentlich meine Ruhe für mich haben und will ein ganz normales Leben führen, wie jeder andere auch. So. Dann haben wir hier noch ein paar schöne Bilder von Suki und Sophia und mir. Das war damals auf Mallorca. Und hier unten noch von Ayu. Die sind auch wirklich super cute, die Dinger. Die sind so süß. Die habe ich so auf Leinwand machen lassen mit so einem Rahmen. Und dann kommen wir jetzt zu dem Raum, wo wir uns, glaube ich, abgesehen vom Schlafzimmer, wenn wir halt 8 Stunden am Tag schlafen oder in der Nacht, aufhalten. Und zwar ist das einmal unsere wunderschöne Küche. Diese Küche war schon alles so drin, als wir das Haus gemietet haben. Also deswegen haben wir die unter anderem auch genommen. Und das war ein ganz, ganz großes Kriterium, warum wir uns unter anderem für dieses Haus entschieden haben. Ihr wisst, ich drehe viele Videos, die was mit Essen zu tun haben, mit Food. Und so eine Kochinsel ist halt einfach so ein feuchter Traum. Ne? Da kannst du hier ein Licht aufstellen, da ein Licht aufstellen. Es ist alles bodentief verglast. Wir mussten das leider jetzt zumachen. Es ist eigentlich viel heller, aber sonst kann man halt komplett rausschauen überall und man hat hier so perfekte Bedingungen, um Content zu shooten, Sachen zu machen, zu kochen. Also wirklich eine geile, geile, geile Sache. Das Ganze auch in Schwarz ist jetzt ein bisschen anfällig für Flecken und sowas, dass man es anfasst. Eine Sache würde ich vielleicht anders machen, wenn ich selber bauen würde und zwar, vielleicht merkt ihr es, ich habe auch schon mal in der Lernroomtour das Ganze gesagt, es fehlt so ein Abstellding für eine Kaffeemaschine. Also hier ist alles dicht gemacht und sowas, aber eigentlich macht man es ja normalerweise noch so, dass man dann hier zum Beispiel so eine kleine Arbeitsfläche reinmacht, wo man eine Kaffeemaschine reinstellt. Und da hat man die da drauf stehen. Wir müssen die halt jetzt hier auf der Kochinsel stehen haben. Ist aber auch super. Fragen mich übrigens immer wieder Leute, was ist das für eine Kaffeemaschine? Becerra Matrix MN. Ich werde Sophia damit beauftragen, dass sie so viele Links wie möglich von allen unseren Interior-Sachen raussuchen soll. Dann findet ihr es in der Videobeschreibung. Sucht ihr also irgendwas, findet ihr irgendwas cool, schaut es gerne nach oder schreibt es in die Kommentare. Dann versuchen wir das Ganze nachzurüsten. Kann ich euch schon mal sagen, ist auch so ein Ding. Muss man so ca. 2000 Euro für eine Kaffeemaschine einplanen. Ich trinke jeden Tag einen Kaffee. Ich gehe nie auswärts Kaffee trinken. Deswegen, ich spare mir da die Kohle und zahle nicht jeden Tag 5 Euro wie manche andere auswärts. Ja, hier haben wir dann so eine kleine Speisekammer. Ganz, ganz wichtig ist, dass man immer so einen Tagesvorrat an Gönnergy da hat. Ich empfehle da meistens so um die 20 Stück pro Tag für den perfekten Koffeinhaushalt. Kuss geht raus an Monte, Dankeschön fürs Zusenden. Ja, Staubsauger, Mixer, Wasserkocher und Toaster und andere Sachen. Habe ich vorhin noch schön aufgeräumt, den ganzen Raum. Der sah nämlich aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ja, das stimmt echt. Sah jetzt nicht so ordentlich aus. Also ganz cool. So. Hier, was wir zum Beispiel auch machen, ist, was wir hier verbaut haben, ist ein Wasserfilter. Hier haben wir einmal gefiltertes Wasser. Das ist halt enthärtet und super weich und geil und kann man auch direkt für die Kaffeemaschine nutzen. Da kannst du kein Leitungswasser reinmachen, weil das hier, das normale Leitungswasser, ist voll mit Kalk bei uns leider. Kann man auch trinken, 1A, aber der hat halt sehr viel Kalk. So, dann kommen wir hier rüber in das Wohnzimmer und wirklich das, als wir das gesehen haben, das hat uns einfach sprachlos gemacht. Ich muss wirklich sagen, also das ist jedes Mal so real, in so einem geilen Wohnzimmer zu stehen. Es ist der pure Traum. Wir haben, weiß gar nicht, 60 Quadratmeter oder so. Manche haben so eine große Wohnung und so ein großes Wohnzimmer. Hier noch einen Esstisch, den haben wir auch schon länger. Aus einer Massiveiche, super geil. Echt, das sind so Sachen,
da kaufe ich einmal und dann will ich die gerne haben und da sitze ich jeden Tag dran und da freue mich jeden Tag drüber. Ist einfach schön. Auch wie so eine Couch, die haben wir uns auch, die haben wir uns geholt im Sale, die war 50% reduziert, sau nice. Riesiges Ding. Ich muss ja euch auch einen Grund geben, damit ihr Kommentare schreiben könnt. Und ich weiß spätestens, auch wenn ich es nicht gesagt hätte, hättet ihr wahrscheinlich den Kollegen hier das hier bemängelt. Das Kabelmanagement ist nicht so geil, ne? Müssen wir noch machen, da wird noch eine Steckdose verlegt. Und ohne diese Steckdose, die unten gemacht wird, kann ich die Kabel da nicht anders machen. Und deswegen mache ich da noch keinen Kabelkanal. Wir haben uns aber einen Fernseher geholt, der an der Wand ist. Da wird der ein oder andere Fortnite Kill und Win hier eingestaubt. Super nice eingefahren. Richtig, richtig feine Sache. Und hier drüben haben wir ein kleines Regal, wo auch Sideboard. Sachen drin, Sideboard. Und das hier hat Sophia mir zum Beispiel zu meinem Geburtstag geschenkt. Der war ja ein Tag vor meinem Boxkampf gegen Virginetic One mit Muhammad Ali. Richtig cool, voll süße Sache. Und hier auch wieder ein Bergkristall, den wir auf einer Kristallmesse in München gekauft haben, wo ich schon seit 4 Jahren hingehen wollte. Genau, und dann bin ich letztes Jahr mit dir hingegangen und den haben wir für 150 oder sowas, 120 irgendwie gekauft oder so. Einen riesigen Bergkristall. Also auch eine coole Sache. Sophia ist Kristallfan, muss ich echt sagen. Ja, aber da unten steht auch noch einer, schau. Ja, da steht ein Amethyst. Ein Amethyst ist es, ja. Also überall irgendwelche Steine. Und auch ganz viele feiern den Boden, den wir hier bei uns haben. Das ist nämlich ein Eichenholzboden. Und der ist im ganzen Haus verlegt. Was wir aber mit dem Boden gleich noch für ein Problem haben, werdet ihr gleich sehen. Wir fangen aber natürlich, das Erdgeschoss geht ja noch weiter. Machen wir noch weiter kurz im Garten. Wir sind draußen im Garten und hier würde ich euch echt gerne mehr zeigen, aber das wird auch ein bisschen nicht so cool. Wir haben hier zum Beispiel so Fliegengitter. Insektengitter, die waren schon verbaut. Ultra, ultra, ultra nice. Weil bei diesen großen Glasfronten im Sommer, da fliegen natürlich, wenn man das aufmacht, viele Insekten rein. Gerade am Abend, ihr kennt es, die fliegen ins Helle und so. Und das ist halt alles ja riesige Schiebetüren einfach, die man so aufmachen kann. Da kommt viel Licht rein und da sind auch schon die ein oder anderen Leute in so ein Fliegengitter reingelaufen. Hier ist ein Teil von unserem Garten, den wir euch zeigen können. Das schaut in etwa so aus. Wir haben jetzt halt gerade Januar, ne? Deswegen alles ein bisschen trist. Im Sommer super schön, grün, hell, Natur und so weiter und so fort. Ja, hier kann man so quasi entlang gehen und wir haben ja noch eine Einliegerwohnung, die zu dem Haus auch dazu gehört. Unter anderem hier auch meine Eistonne zum Eisbaden. Mit einem schönen Eisblock noch drin. Einfach vom Baumarkt gekauft für einen Huni und da geht es dann einfach rein. Ein bisschen Brennholz und Kram. Natürlich mit dabei Brooklyn Whopper. Ich glaube, ein 2 Kilo Baseballschläger, der unzerbrechbar ist. Damit kann man eine Menge Spaß haben. Schauen wir mal versuchen, ob wir das Ding kaputt machen. 1, 2. Oh ja, hat gut geklappt. Schau mal her, Suki. Jetzt habe ich ein kleines Leckerli für euch. Ui, schau mal. Ui, was haben wir denn da? Schau mal her. Boah. Können wir diese abschlecken? Jetzt haben wir euch quasi so das Erdgeschoss gezeigt. Das Haus ist aber komplett unterkellert. Und hier würde ich sagen, ich zeige euch erstmal kurz den Keller, wie er jetzt ausschaut. Und dann erzähle ich euch was dazu, okay? Also, ja, man muss hier Laub wegmachen und machen wir auch noch und so weiter und so fort. Hier ist halt, wie gesagt, die abgetrennte Einliegerwohnung. Die nutze ich zum Streamen als Gym, Gästezimmer für Influencer-Kollegen und Badezimmer für die auch. Wenn man jetzt hier unten reinkommt, sieht es aktuell so aus. Und das hier sind Lüftungsgeräte. Und das hier ist der schöne besagte Boden, den ich euch gerade gezeigt habe. Der wurde überall aufgebohrt und hier wird gerade der Boden entlüftet. Das ist unserem ganzen Keller passiert, weil wir blenden euch mal Aufnahmen ein. Wir hatten hier nach einem halben Jahr drin wohnen einen Wasserschaden, wofür wir glücklicherweise nichts konnten. Da ist einfach Wasser hier reingelaufen. Ich bin wach geworden in der Nacht, habe hier unten zufälligerweise gepennt und habe das Ganze gemerkt. Und ja, deswegen haben wir jetzt hier einen fetten Wasserschaden im Keller. Bisschen scheiße für uns als Mieter, aber so ist es halt nun mal. Und das wird jetzt die nächsten Wochen, Monate hier noch repariert. Und dann schaut alles wieder hoffentlich gut aus. Ich habe aber, da dieser Raum hier für mich eine sehr hohe Priorität hat, eine Roomtour abgefilmt. 3 Wochen nachdem wir eingezogen sind, hatte ich den Raum hier schon fertig und habe hier schon eine kleine Tour abgefilmt. Deswegen würde ich sagen, zeigen wir euch diesen Raum hier, so wie er eigentlich sein sollte. Herzlich willkommen im Hamsterbau 2.0. Und
wieder zurück zur Realität mit Wasserschaden. Damals hatten wir hier dieses Emma-Bett noch nicht. Das haben wir jetzt aber. Sieht so aus. Auch ziemlich geil. Und hier haben wir ein echt schönes Gästezimmer gemacht. Hätten wir euch liebend gern gezeigt. Dadurch, dass aber der Wasserschaden hier ist, geht es halt nicht perfekt. Es ist aber immer irgendwas. Also ich hätte auch keinen Bock gehabt, wieder ein halbes Jahr zu warten, dass dann wieder irgendwas ist. Schaut so aus. Hier haben wir so ein Sideboard, auch nochmal so ein kleines Regal für unsere Gäste. Und ist, finde ich, ein sehr geiler Gästeraum. Hier ist noch ein Teppich eigentlich. Richtig, richtig cool. Muss ich echt sagen. An der Stelle geht ein dicker Kuss an Sophia raus, die sich hier um das ganze Feel-Good-Management, nenne ich es mal, kümmert. Bevor wir jetzt gleich noch den Keller von unserem Haus zeigen. Was auch sehr nice ist, hier in dem Haus hier ist ein Smart Home verbaut. Also es ist komplett neuester Stand, hier und da super abgeriegelt und sowas. Als Beispiel, die Lichtschalter sind ganz lustig. Da drückt man einfach so drauf einmal. Dann kann man das Licht quasi so einstellen, dann geht es ein bisschen dunkler. Wenn ich zweimal drauf mache, geht das Licht hier drüben zum Beispiel. Seht ihr, ist das Licht hier aus. So, wenn ich jetzt hier einmal drauf drücke, zack, ist das Licht so ein kleines bisschen an. Und da kann man jeden Schalter hier unterschiedlich belegen. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt hier unten links drauf drücke, dann gehen die RAV-Stores runter, sind auch hier im ganzen Haus verbaut. Oben genauso wie übrigens auch die Insektengitter, also auch sehr cool. Dann packen wir es mal runter in den Keller. Der hier ist jetzt der Keller quasi unter unserem Haus. Und leider, vorhin schon gesagt, ist hier auch ein Wasserschaden und Baustelle. Deswegen sieht es jetzt gerade so aus. Wir wollen es euch aber vollständigkeitshalber einmal zeigen. Hier zum Beispiel ist ein Raum, der eigentlich als Moderationsraum für mich gedacht ist. Also ein Raum, wo so Video-Equipment hinkommt und ich dann so, ja, Content vertone, moderiere. Aber hier kam auch das Wasser rein und deswegen ist jetzt hier gerade Baustelle. Das wird wahrscheinlich noch so 2 Monate gehen und dann können wir das hoffentlich alles wieder ganz normal herrichten. Deswegen schaut es jetzt hier gerade wirklich aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Was hier aber auch liegt, ist der The Franklin Play Button. Dankeschön an der Stelle. Auf Franklin TV fehlen uns noch ein paar Abonnenten, ein paar zigtausend. Dann haben wir die 100.000 auch geknackt und dann gibt es den zweiten Play-Button. Ja, hier ist jetzt nur so ein bisschen Abstellkram und dann kommen wir hier rüber in unseren Wäscheraum. Hier ist halt ganz normal, wie man es kennt, so ein Waschraum, wie bei jedem anderen auch. Hier wird auch alles baustellenmäßig gemacht. Und hier ist ganz cool noch ein zweiter Raum, den man ja, also zum Abstellen nutzen kann. Hier hinten stehen so Skier und Koffer. Ist immer super, sowas zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man einfach genug Kram hat, den man irgendwo einfach aus den Augen, aus dem Sinn abstellen kann. Aber so viel halt zu unserem Keller aktuell. Das war unsere Haustour aus dem Jahr 2024. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ist die vierte Haustour mittlerweile oder Roomtour, die wir hochladen? Ja, wir sind immer so im 2-Jahres-Rhythmus umgezogen. Ja. Und es gab private Gründe, wieso wir von dem letzten Haus in das Haus hier gezogen sind. Die können wir aber nicht öffentlich sagen. Und was immer wieder auch die Frage kommt, jedes Mal, warum wohnt ihr zur Miete und warum kauft ihr euch nichts? Erstens, war für uns nicht der richtige Zeitpunkt zu kaufen. Zweitens, hat dafür das nötige Eigenkapital gefehlt und die richtige Zinssituation war auch nicht. Ich meine, 4% Zinsen. Hier in München, die Immobilien sind sehr teuer. Da zahlst du echt sehr, 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 sehr viel. Da ist tatsächlich teilweise aktuell Mieten günstiger als kaufen. Und dadurch, dass wir das ja teilweise auch gewerblich nutzen, können wir die Räume, die wir gewerblich nutzen, absetzen, ganz normal von der Steuer. Und das ist halt für uns quasi ein kleiner Vorteil. Aber so viel dazu, wieso wir halt quasi das nicht kaufen. Und Miete ist übrigens auch nicht immer so weggeschossen oder sowas. Eigentlich sollte man, wenn man eine Immobilie kauft, die selber auch gar nicht bewohnen, sondern vermieten, macht viel mehr Sinn, weil das immer wieder Leute in die Kommentare schreiben. Wir verlinken euch auf jeden Fall alle Sachen, die wir finden, unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das euch angucken, falls euch irgendwas interessiert, würde ich sagen. Ja, ich finde so Haustouren und Roomtouren immer ziemlich geil anzuschauen. Ja, und ich liebe es so zu sehen, wie andere Leute leben. Und jetzt konntet ihr mal sehen, wie wir leben. An der Stelle, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für den Support immer und vielen Dank. Okay. Dass unter anderem durch Social Media sowas möglich ist. Im Endeffekt zieht man selber natürlich auch durch, aber ohne euch wäre das irgendwie auch nicht möglich. Ja, ich wünsche jedem da draußen den gleichen Erfolg und die gleiche Freude. Wir fühlen uns hier super wohl und sind hier wirklich sehr, sehr, sehr happy. Ich glaube, wir könnten aber auch in einem kleineren Haus leben oder sowas. Ja, und haben hier natürlich auch ein bisschen mehr Platz, als wir brauchen. Wir genießen es aber natürlich trotzdem. Wenn ihr es möchtet, schaut gerne mal bei Emma über den Link in der Videobeschreibung vorbei und verpasst den Ostersale mit bis zu 55% mit meinem Code Franklin5 nicht. Wenn ihr auf der Suche seid nach super Schlafzubehör, dann seid ihr dort auf jeden Fall richtig. Und wir verabschieden uns und wünschen euch alles Gute. Liebe Grüße. Over and out. Ciao.